Ah, da kommt das Mikrofon. Nun. Einen guten Abend. Ich muss noch mal gucken nach dem Ausgabeton. Nix. So, jetzt klappt's. Okay. Ja, warum auch immer das immer wieder rausgeht, aber ich muss es fast jedes Mal kontrollieren, ob es noch funktioniert. Aber nun funktioniert's. Ja, guten Abend euch. Ach, ich wollte natürlich noch gucken, ob der Stream auch wirklich läuft. Sieht jetzt erstmal ganz gut aus, aber da noch niemand da ist, kann ich nicht sicher sein. Ah. Ach, da ist der Türerwall. Rugby-WM. Hörst du mich? Läuft der Stream? Funktioniert alles? Ah, super. Sehr gut. Das freut mich, dann können wir loslegen. Rugby-WM. Ja. Ist die jetzt zu Ende? Wenn du noch zu tun hattest, die jetzt vorbei? Die WM? Hallo Onata, guten Abend. Schön, dass du auch da bist. Ich meine auch eher das Spiel, nicht die ganze WM. Aber gut, hätte auch das WM, die WM vorbei sein können. Ich habe verfolgt Rugby nicht. Generell hätte ich auch, ich habe die Fußball-WM nicht verfolgt. Die Frauenfußball-WM hatte ich nur das Endspiel gesehen. Das war ja eh ungünstig. Das war ja immer mitten am Tag. Also für uns war das ungünstig, für andere war das günstig. Ja, so ist es eben. Ah. Ah. Das ist dieser Tanz. Also dieses, wenn man das Tanz nennen kann. Also diese Performance. Genau. Ja, das sieht immer cool aus. Muss ich auch sagen. Also ich habe das schon mal gesehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Der Alex geht's auch wieder besser. Guckt jetzt hinter mir was. Und arbeitet wieder. Ganz fleißig. Und ah super. Und ich habe an der Stelle abgebrochen bzw. aufgehört, wo ich den Sektor erobert habe beim letzten Mal. Lustigerweise war ja Mike Green dann noch dabei als Shatter und ich habe gerade gegen Mike gekämpft. Mike aus Jagged Alliance 2. Da musste ich dann auch noch mal im Internet gucken nach Mike und so. Also eigentlich hatte ich alles richtig gemacht, so wie ich vorgegangen bin. Möglicherweise hätte ich vorher ihn, also hätte ich den Mike vorher nicht mit Chris ansprechen dürfen, dass er dann schon irgendwie verstimmt war. Ich hätte ihn vielleicht direkt mit Miguel ansprechen sollen, mit seiner, also ich meine, Chris ist jetzt auch nicht schlecht von der Führungsqualität mit 63, aber gut, Miguel 98 ist halt noch was anderes. Ja, hat nicht geklappt, aber wäre eigentlich ganz lustig gewesen, den mal ins Team zu holen. Ich könnte mir vorstellen, dass den viele nicht leiden können, weil der ja für Date Runner gekämpft hat. Ich habe da nicht nachgeguckt.
Und ich habe den auch noch nie im Team gehabt. Also eigentlich wäre das ganz lustig gewesen. Schade eigentlich, dass ich nicht gespeichert habe. Also nochmal gespeichert so in dem Moment, wo er sichtbar wurde. Weil dann hätte ich nochmal in einem anderen Speicherslot irgendwie Mike oder sowas. Und dann hätte man das später nochmal separat versuchen können, den zu rekrutieren. Genau. Also es geht irgendwie in 1.13, also in der Spielversion, die ich hier spiele, dem Mod. Aber es hat halt leider nicht geklappt, obwohl ich theoretisch alles richtig gemacht habe. Genau, möglicherweise, wie gesagt, möglicherweise hat ihn das schon verärgert, dass Chris ihn angesprochen hat. Jemand mit nicht so grandioser Führungsqualität wie Miguel. Ja. Und was ich nicht gemacht habe, ist zu gucken. Ach so, und ich war auch noch gar nicht an den ganzen Schränken und Kisten und sowas hier. Das muss ich alles noch durchgehen. Mache ich erstmal alle auf und dann schauen wir mal auf der Überblickseite, was hier gedroppt ist. Ich sehe hier schon so Schutzwesten, diese sehr guten mit wenig AP, Mali oder Malus. Ja. Die sind dann auf jeden Fall gut. So. Zum Aufmachen könnte ich Trevor gebrauchen. Wo ist denn Trevor? Juhu! Trevor ist ja der klassische Kistenöffner. Nichts drin. Könnte natürlich auch mal jemand anderes einsetzen. Die Frage wäre dann, wen? Es gibt ja noch andere, die gut sind im Öffnen von Truhen. Weil er gewinnt da eigentlich kaum noch an Skill. Da er ja eben schon am obersten Limit ist. Also, mal eben gucken. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wovon das Kistenöffnen beeinflusst wird, aber ich glaube, Geschicklichkeit spielt da rein und Technik. Auch Sprengstoff, um die Fallen zu erkennen, falls welche dran sind an Kisten. Genau, das hat er halt alles. Barry wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich weiß halt nicht, ob der ein guter Schlossknacker ist. Gucken wir mal durch. Ist er nicht. Ach so, Ingenieur ist es wahrscheinlich. 60% mehr Erfolg beim Knacken normaler und elektronischer Schlösser. Genau, Ingenieur ist das. Ja, Alex und Mad Dog tatsächlich. Mad Dog ist dann aber bei Sprengstoffen wiederum schlecht. Also Geschicklichkeit und Technik ist hoch. Sprengstoff ist aber schlecht. Wäre sie am besten, tatsächlich. Geschicklichkeit hoch, Technik hoch, Sprengstoff hoch. Ja, dann nehme ich doch die Alex. Die ist doch auch in dem Sektor. Dann soll sie es doch mal versuchen. Wo ist sie denn? Ich glaube noch auf dem Dach, ja. Ja. Kann da noch ein bisschen Skillpunkte sich holen. Aber wir speichern zur Sicherheit immer. Ist ja die Wahrscheinlichkeit höher, dass was schief geht, als bei Trevor. Da steht ganz fett tödlich drauf. Okay, und schon haben wir das. Haben wir den Fall, dass da was zu beachten ist und gut, dass sie es erkannt hat. Dann versuchen wir mal, die Falle zu entschärfen. Super. Würde sagen, das hat geklappt. Super. Ja, sehr gut. Jawohl.
Aber das ist schon offen. Super. Lustig, dass diese Kisten, diese Holz. Oh. Hallo Elliot, ich fange wirklich an, mich vor unseren kleinen Treffen zu fürchten. Es tut mir leid, das zu hören, Eure Majestät. Ich möchte euch nur über den Fortschritt unserer Truppen auf dem Laufenden halten. Und über welche Fortschritte können Sie mir berichten? Das Zentralraketengelände ist von den Söldnern eingenommen worden. Unsere Truppen hatten nicht damit gerechnet. Sie haben nicht damit gerechnet? Elliot, Sie Schwachkopf, ich glaube das einfach nicht. Wie sollen wir einen Luftangriff fliegen, wenn die anderen die Luftbodenraketen haben? Das ist inakzeptabel. Dafür muss jemand bezahlen. Und das werden Sie. Okay. Sie kontrollieren also alle drei? Dafür werden Sie büßen, das schwöre ich. Ich will jeden verfügbaren Mann dort haben. Alle Truppen, restlos alle. Diese Rebellen werden noch bereuen, dass sie sich mit mir angelegt haben. Verlassen Sie sich drauf. Die Luftbodenraketen sind wichtig, Elliot. Machen Sie meinen Beratern klar, dass sie diesmal besser nicht versagen. Falls doch, wissen Sie ja, welche Strafe sie erwartet. Und die fürchten Sie wohl mehr als den Tod. Ja, Eure Hoheit. Okay. Ja, jetzt wird es also wirklich ernst. Alle verfügbaren Ja. Truppen, also wirklich so richtig alle. Warum haben sie es, hat sie es nicht schon vorher gemacht? Naja. Super. Nichts. Super. Gut. Mal gucken, ob dann jetzt jemand. Jawohl. Also nicht jemand, sondern eine starke Truppe kommt. Yep. All right. Gehen wir mit Trevor hier noch mal hinten durch. Da sind bestimmt noch irgendwelche Minen. Oh nein. Sieht gefährlich aus, Kumpel. Oh nein, sieht gefährlich aus, Kumpel. Juhu! Oh nein, sieht gefährlich aus, Kumpel. Ich kann ja noch schön Fähnchen hinmachen. Oh nein, sieht gefährlich aus, Kumpel. Alright. Oh nein, sieht gefährlich aus, Kumpel. Juhu! Oh nein, sieht gefährlich aus, Kumpel. Da geht's bestimmt auch noch weiter. Da könnte ich jetzt auch noch mal gucken, wer hat denn noch Sprengstofffähigkeit, dass man jemanden dafür einspannt beim Entschärfen von Bomben, bei angelegte Bomben und die ist jetzt nicht, oder? Aber das müsste auch Sprengstoff sein oder Sprengmeister. Schauen wir mal, wer da noch für in Frage kommt. Auch Barry. Ich hatte ihn ja vorgeschickt.
Trevor, ja klar. Ja, ich schick mal Barry. An den anderen Zaun. Ja. 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 Darfst hier bleiben. Ja. Ja. Wird gemacht. Na, Barry, lauf einmal darüber. Ja. Nichts. Echt? Keine Minen? Ja. Das hätte ich jetzt nicht gerechnet. Kann doch genauso gut von einer anderen Richtung kommen. Oder sieht er die nur nicht? Yep. Alright. Ja. Hier nochmal hochgehen. Ja. Ah. Hier sind auch Milizen jetzt in den Sektor gekommen. Das ist die mobile Miliz. Ja, wird gemacht. Nix. Jawohl. 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 Wird gemacht. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass da überall keine sein sollen. Aber hier unten die Rest, die Reihe doch bestimmt. Jawohl. Noch, oder? Ja. Nur am Haus. Nur am Haus. Ja. Okay, schade, Barry. Ich weiß nicht, ich kann, glaube ich... Oh, ich weiß nicht, ob das das richtige Werkzeug ist. Nicht wirklich. Aber man kann, glaube ich, auch entschärfen. Wie war das? Oder kann man das nur in Jagged Alliance 3? Yep. Alex hat noch ein Schlosser-Set, das kann man nochmal versuchen. Ja. Wo ist er? Ach so. Ja. Hier hinten ist sie. Nee, geht nicht. Kann man anscheinend nicht machen. Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Ja. Ich würde gerne die Drahtschere wieder zurückgeben. Ja. Das mache ich mal direkt. Ich bin ja eh fertig mit dem Aufsammeln oder Aufmachen. Ah, ja, die ganzen Rucksäcke erstmal wieder aufnehmen. So. Dann kommt mal. Ja. Okay. Kommt mal wieder zusammen. Ja. Irgendwo. Dass wir dann alle hochgehen können aufs Dach. Für den Gegenangriff bereit machen. Jawohl. Bin bereit. Der ist ja jetzt erstmal heftig angekündigt, würde ich sagen. Schauen wir dann mal, ob der auch wirklich so ausfällt. Ja. Nein. Ja. Ah. Und einige müssen medizinisch echt gut versorgt werden. Zum Beispiel Amus. Die haben ganz schön gelitten. Yep.
manche nur ein wenig. Alright. Yep. Aber ja, der Mike hat auf jeden Fall ganz schön zugeschlagen. Ist gut. Ganz schön harter Hund. Und ich habe ihm ja auch viele Gelegenheiten dafür gegeben. Also insbesondere Chris ist ja fast nur verletzt, weil er von Mike mit der Faust geschlagen wurde. Sie. Und das nur, weil er mehrfach von Vince wieder geheilt wurde. Ja. Obwohl er schon im Sterben lag. Ja. In Ordnung. Ich hoffe, ich kann auch die Sets wieder auffüllen. So. Ja. Barry ist hier noch. Wird gemacht. Okay, so, ich denke, ich habe alle auf dem Dach. Ja. Oder? Nee, Carlos ist noch ja. unten. Okay. Die sind noch unten. Oder Carlos ist auf dem Dach. See. Carlos ist auf dem Dach, okay. Ja. Okay, mache. Okay, gemacht. Okay, gemacht. Ja, es ist verwirrend. Ah, sehr gut. Sehr gut. Genau, die beiden sind anscheinend noch nicht auf dem Dach. Okay. Ja, den Überblick behalten bei so vielen Söldnern ist echt nicht mehr so einfach. So, okay, jetzt kommt der Logistik-Spaß wieder. Aber es gab ja interessante Drops. Mike hat 4.000 Dollar dabei gehabt. Ah, und ich wollte Barry... Gib doch Barry einfach mal das Geld und gib das Geld dann der... Ach, das, die Drahtschere dann der Alex. So, dann gehen wir gleich mal runter an die 4000 von Barry. Kann ich Barry erkennen? Ja. Ich kann Barry nicht erkennen. Ja. Ich sehe ihn nicht mal. Also hinter Grizzly ist, oder? Ja, genau. Eigentlich hat er ja eine auffallend dunkelblaues T-Shirt. So. Okay. Eine G11. Genauigkeit 70, Reichweite 40. Was ist das? Das G11 sollte neben dem G41 zum Standardgewehr der Bundeswehr werden. Aufgrund der politischen Veränderungen 1989 kam es jedoch nie dazu. Oder nicht? Sieht ja lustig aus. So klobig. Und ein Galil. Viele schöne Dinge. Iggy, genau. Iggy ist noch. Brauchte das noch? Eine Hose. Jetzt hat er sie. Eine sehr interessante Waffe. Okay. Hat auch ein sehr kurioses Magazin. Bolzen und Feder am Galil. Nachtsichtgeräte sind, glaube ich, auch noch nicht alle versorgt.
Da können wir auf jeden Fall noch was verbessern. Achso, und ich muss mal gucken, es haben, glaube ich, noch einige ihre Gasmasken auf, genau. Die mal abnimmt. Es fehlen auch noch ein paar Headsets jetzt, wo ich diese neuen Söldner habe. Achso, denk da jedes Mal nicht dran. Hülsenlose Munition quer zum Lauf. Okay. Drehverschluss. Kann ich mir echt wenig drunter vorstellen. Also hier ist ja die Munition. Mal gucken, was da steht. Die von Dynamiten Nobel entwickelte hülsenlose Munition durchschlägt Kevlar-Westen ohne Probleme. Um eine hohe Zielwirkung und geringe Umfeldgefährdung zu erreichen, gibt das Projektil seine Energie schnell ab und taumelt im Zielmedium. Oh, diese technische Beschreibung von sowas finde ich schwierig. Ja. Aber hülsenlos, okay. Interessant. Der Verschluss hat die Muni erst in Laufrichtung gebracht. Muss ich, glaube ich, mal ein Video zu angucken, um sich da das besser vorstellen zu können. Ah, ich habe noch eine DSM-Hose. Und Nachtsichtgeräte. Genau. Da muss ich auch noch gucken. Wer noch keine Nachtsicht hat. Können ja eigentlich nur neue Söldner sein, die noch kein Nachtsichtgerät haben. Aber ich hatte zusätzlich welche gekauft, von daher ist es vielleicht gar nicht so. Vielleicht haben die ja alle doch was. Vince kann ich noch mit einem Nachtsichtgerät aushelfen. Aber der ist ja auch noch brandneu. Ja, Alex vielleicht. Barry. Die wird nicht so viel mitkämpfen. Ich soll das lieber eher bekommen. Okay. So, Helme. Die Spektra-Helme sind besser als die Tvaron-Helme. Tvaron-Helme habe ich jetzt, glaube ich, einige verteilt. Auch noch einen DSM-Helm, der ist auch besser als ein Tvaron-Helm. Ich schaue nochmal. Die Werte betrifft 26, 70, 20, 27, 70, 15. Ja. Und diese sind ja, glaube ich, gleich. Ja, die sind gleich. Das lag jetzt nur am Nachtsichtgerät, wenn ich das abbaue. Das ist gleich. Der ist jetzt halt beschädigt, aber der wird ja repariert. Und im Vergleich zum
Spektra-Helm 2670-15, 2675-15. Also noch mehr Bedeckung hat der. Kann eigentlich auch nur einer von den Neuen sein, der noch keinen oder noch einen Tvaron-Helm hat. Zum Beispiel Iggy. Und hier ist auch noch ein weiterer Spektra-Helm, auch schon mit C18 draufgeschmiert. Quatsch, Pablo ist doch gar nicht hier. Ja, Vince mit C18 ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Gehen wir das lieber Miguel. Der gibt halt nochmal zusätzliche Rüstung. Und dann kriegt Vince diesen. So. So, dann die guten Dyneema-Westen. Diese niederländische Schutzkleidung von DSM besteht aus mehreren Schutzlagen Dyneema und garantiert maximalen Schutz bei äußerst niedrigem Gewicht durch hohe Flexibilität und Bequemlichkeit, durch die hohe Flexibilität und Bequemlichkeit erreicht wird. Dass sie auch wirklich getragen wird. Ja, wäre schon gut. Schutzklasse 3a. Geben wir nur eine. 29, 85, 13, 25. Ja, schon besser. Und hier den Malus ja, die sind größer. Mali, aber es hat keinen AP-Abzug, das ist das Wichtigste. Verteilen wir die mal. Am besten an diejenigen, die auch diese wirklich AP-lastigen Sachen noch anhaben. Ich glaube, Spektra ist sehr... Er bringt einen sehr großen AP-Malus. Die Swordweste ist gut. Die Swordweste ist sehr gut. Genau. Die hat, glaube ich, minus 3. Na gut, ich dachte schon an minus 5, aber trotzdem. 29, 85, 13. Ist halt von den Werten her gleich, aber hat den AP-Abzug nicht. Hier sogar noch ein bisschen. Na, ne, ein bisschen besser beim Liegen, die Spektrarüst. Aber gut, kann nicht alles super sein. So. Ich glaube, die Guardian ist auch nicht so gut. Merke ich mir den Eis mal. Ira, ja gut. Die hat jetzt nochmal zusätzlich... Aber ich sollte die...
die Mali vielleicht lieber nicht bei ihr haben, sondern bei jemandem mit extremer Beweglichkeit. Ach so, jetzt habe ich ihr nicht mal die Weste gegeben, die ich ihr geben wollte. Wer ist denn super beweglich? Carlos angeblich. Carlos hat andere Schwächen. Mad Dog auch. Ja, wir halten uns mal an Ice, denn Ice hat ja auch, oh, die Guardian West, die ist... Ach, wir könnten auch noch den Feldanzug nehmen. Der hat natürlich den Malus nicht. Und so schlecht ist der halt auch nicht. Kriegt auf jeden Fall mal die bessere Hose. So war das, genau. Die wollte ich ihm geben. Und Feldanzug habe ich auch noch. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der besser ist als dieser. Hier wirken sie jetzt erstmal gleich. Ah, okay. Der Feldanzug ist also tatsächlich besser, denn der hat keinen AP-Malus. Wie die Akku-Kampffeste. Okay. Dann hätte ich das alles verteilt. Wollen wir mal nachladen. Sind so Sachen, die sie eigentlich gar nicht haben sollte. Okay. Hat er nicht geschossen mal wieder? Und er hat viel zu viel davon. Ich wundere mich immer, dass die Munition nicht wirklich leer wird. Das ist solche Munition. Davon haben wir doch welche. Das ist doch die. Genau. Glaser ist eh eine doofe Idee. So. Nehmen wir das so. Das ist alles geladen. Oder? Da passen 7 rein. Ira hatte die.
Die legen wir weg. Dafür gibt's richtige Munition. Das reicht auch. Hat er da noch einen Slot frei? Oder zwei? Leider schon sehr stark beladen. Überladen. Das ist ein bisschen schade. Er hat ja auch noch ordentlich Munition dabei, die er eigentlich nicht unbedingt tragen muss. Hier noch ein bisschen umlagern, dann verliert er doch ordentlich an Gewicht. Wenn er seinen Rucksack ablegt, dann sieht das schon viel besser aus. So, voll. So, er hat echt noch kein Gewichtsproblem, aber er hat halt diese schlechte Gürteltasche. Wir haben leider auch nichts anderes gedroppt bekommen, was Gürteltaschen betrifft. Nichts Besseres bekommen. Schade. Ach, hier ist noch eine andere C18-Weste mit Zeug drauf. Ah, okay, die habe ich jetzt schon aussortiert anscheinend. Weil alle jetzt irgendwie was Besseres haben. Gut, aber wir tauschen die mal gegen eine reparierte, um die dann zu verkaufen. So, bin ich durch. Sieht danach aus. Ja. Okay, ich glaube, Dimitri hat ein bisschen was an Munition. Oh, bin doch noch nicht durch. Ach. Stimmt, ja, er hat die Spezialmunition. Okay, ich muss jetzt mal einmal kurz unter Kleinen gucken. Bin gleich zurück.
bin ich wieder. Yeah, Logistik. Okay, also was hatte ich denn hier schon alles aussortiert? Ich packe das vielleicht mal hier auf die Seite. Die Hose, die Weste, die Weste, die Weste. Die Weste und die Weste, die drei Helme, die Glasermunition, die blaue Hohlspitz. Die werden wir auch nicht brauchen. Die hier brauchen wir ebenso nicht. Okay. So, hier könnte ich theoretisch noch ein paar machen von. Das passt auch. Machen wir noch ein paar. Ach, geht gar nicht. Ist voll die Tasche. Gut. Die da ist auch voll. Ja, dann ist es okay. Belassen wir es dabei. Aber ich wollte ihm neue Granaten geben. Das ist super. Eine davon. Ja, Gewicht ist gut. Ah ja, hier ist noch eine Spektra-Weste, die beiseite kann. Den Magazin-Quatsch gemacht. Ohne Grund leer gemacht. Gut. Wir haben auch extra Gasmasken noch. Auch die muss ich noch verteilen. Vielleicht erstmal das Werkzeug. Nur gewundert, dass es leuchtet. Genau, erstmal das Werkzeug. Grizzly könnte auch einen Werkzeugkoffer nehmen. Leider ist er komplett voll. Mit Kram. Wir tauschen das. Ups. Das war überhaupt nicht gut, denn jetzt ist die ganze Sortierung hinüber. Tja, so ist das. Jetzt kann ich neu sortieren. Unnütze Munition in die Ecke. Und nicht genutzter Rüstung in die Ecke. Die kann ich auch dazu packen, die werde ich nicht brauchen, die werde ich auch nicht brauchen. Die brauche ich tatsächlich ein bisschen. Eigentlich nur, weil die geringe AP hat. Okay. Die hatte ich zum Nachfüllen, habe ich schon alles nachgefüllt. Kriegt der Leuchtspurmunition. Dafür kann ich die AKs wieder auffüllen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Den Rest kann ich Carlos... Achso, nee, der hat ja die... Carlos am Ende geben.
Aber da kann ich doch noch was reinfüllen. Zack. Okay. So, die brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Okay, dann gucke ich mal nach den ich war ja gerade beim Werkzeug. Carlos müsste jetzt wieder der Erste sein. Durch bin. Eis hat auch eine ganz gute Technikfähigkeit. Also Eis könnte eigentlich auch Werkzeug bekommen. Ich werde das vielleicht alles verbrauchen. Wäre jetzt meine Vermutung, ja. Und leer. So, Medizin kann ich genauso durchgehen. Ja, genau. Chris ist schon versorgt. Der trägt die ja nur mit sich rum. Damit wir immer welche dabei haben. Aber die Koffer sind auch alle voll. Gut, das wird erst interessant. Nachdem ich alle wieder geheilt habe, vor allem. Weil das muss ja jetzt passieren. Sind ja einige verletzt. So, Medipacks kann ich aber verteilen. Es haben noch einige keine. Chris hat keins mehr, weil das verbraucht wurde. Grizzly hat keinen Platz für eins. Wenn einer keins hat, ist es auch nicht so schlimm. Okay, haben wir erstmal verteilt. Gasmasken, jeder braucht eigentlich eine. Kriegen wir nicht hin. Bin ich mir recht sicher, dass es schwer wird. Ich meine, dass jeder auch eine greifbereit hat. Griffbereit. Bei Ira ist die im Rucksack. Zum Beispiel. Da nützt sie halt nichts. Tatsächlich haben alle eine. Gut. Nur Ira hat sie im Rucksack. Das ist halt nicht gut. Es wäre halt schöner, wenn sie die irgendwo in der Tasche haben kann, aber Gürteltaschenproblem. Sie braucht eine mit zwei großen Taschen oder einen MP-Holster könnte sie gebrauchen. Damit könnte sie
dann diese Waffe hier einstecken und dann könnte sie die Gasmaske dahin tun. Genau. Okay, dann hätten wir noch ein paar Granaten zu verteilen. Vakuumgranaten. Können wir auch Hyra noch welche geben, weil können sie mit dem Rucksack dann ablegen. Noch leere Granattaschen. Alex. Einer. Brian. Brain natürlich. Wobei, der nimmt vielleicht lieber eine Handgranate. So, wenn nichts übrig ist, dann kommt die in irgendeinen Rucksack. Schlecht. Mann, ist diese Gürteltasche schlecht. Oder jemand, der noch Kraft hat, kriegt sie. Kriegt jetzt einfach noch einen zweiten Arztkoffer. Ansonsten haben wir ja auch die Medipacks. Sind schon alle verteilt, stimmt. Die sind ja schon alle verteilt. Richtig. Okay. Gut. Dann für jemanden mit Kraft. Mit Kraft habe ich jetzt voll beladen. Gebe ich ihm das? Das braucht er nicht haben. Da habe ich ihn für. Genau. Okay. So, Schrot ist raus. Feldflasche. Hat hier noch jemand Platz? Ansonsten kann man natürlich auch auffüllen. Doch niemand mehr. Ah, ein Bier. Das gehört da nicht rein, Carlos. Alter Trinker. So. Okay. Dann ist das alles verteilt. Wir könnten noch ein Schlosserset irgendjemandem geben, der noch keins hat. Der aber gut Schlösser knacken kann. Das wäre ein Ingenieur. Maddox, Alex hat, glaube ich, Trevor hat, glaube ich, auch. Genau, Trevor hat das Messer, das kann das auch. Also eigentlich kommt nur Maddox in Frage. Schauen wir mal, ob Maddox dafür Platz hat. Nee, der hat auch sogar schon ein Schlosserset. Gut, dann ist das raus. Ich könnte das höchstens tauschen, dann können wir das andere verkaufen. Zwei kann man zwar stapeln, das bringt aber auch überhaupt nichts. Okay, da die nicht leer werden, die Schlossersets. So, jetzt habe ich wieder die Ordnung durcheinander gebracht, aber ich hatte eigentlich nur noch Munition und das G11 und das Galil übrig. Ach so, und natürlich das Zubehör. Alles andere habe ich, glaube ich, angeguckt und verteilt. Ach nee, die Granaten natürlich noch. Ob ich die verteilen kann, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schwierig. Ich könnte Dimitri einfach noch ein paar mitgeben, weil er den Rucksack ablegen kann. Und dann ist alles wieder safe.
Aber eigentlich ist es nicht richtig. Plätze frei habe ich, glaube ich, nicht mehr bei den Grenadieren. Ach doch, Iggy hat noch was frei. Kriegt Iggy das? Iggy hat auch noch Gewicht. Also, Dimitri, gib her. Geben wir Iggy. So sieht's aus. Okay. Es ist nur ein Igelholster. Das soll da natürlich auch nicht mehr drin sein. Ah. Das können wir tauschen. Dann kann das MP-Holster die Ira bekommen. Können Sie Ihre Pistole da reinladen und dann sieht es sehr gut aus. Wir brauchen noch einen guten ja, oder jemand, der viel lernen soll. So. Wobei, diese Matchvisiere, die wären halt natürlich auch eine super Ergänzung für die Waffen von ihr. Das ist auch mehr Reichweite. Mit wirklich einen Haufen positive Effekte. Okay. Gut. So. Galil. Das kann ich doch bestimmt, die Waffen kann ich doch bestimmt unseren neuen Leuten geben. Er war mit seiner Welmet sehr zufrieden, hat er gesagt. 65 Genauigkeit, 30, 45. Natürlich besser, das Galil. Wäre also ein Upgrade für ihn, wenn er ein Galil nehmen würde. Was die AP angeht, ist das Galil nicht so gut. Mal schauen wir mal weiter. Die ist schon noch ganz okay, die Waffe. Colt hingegen, die ist schon deutlich schlechter. Aber dann nehmen wir lieber die Colt raus. Bei ihm. Kriegt er einen Galil. Dann brauchen natürlich die entsprechende Munition für das Galil. Nicht mehr so viel von da. Tatsächlich nicht so gut. Aber ich glaube, es gibt genügend davon. Ich muss nur an den richtigen Ort gehen und mir welche holen. Auch noch was im Inventar, was wäre das ist für die Mauser, ne? Ja, das können wir nicht verwenden. Dann hatte ich das jetzt erstmal mit der Hohlspitzmunition. Hat
natürlich jetzt nicht so gut. Oh, er hätte auch noch Platz in der Granatentasche. Tatsächlich. Und er könnte auch noch einen besseren Granatwerfer brauchen. Ist Brain? Ja, ich denke schon. Dass er... So. Können wir gleich noch ein Ziegelfernrohr draufschrauben. Und das G11 das ist sicherlich auch besser als Dinge, die zum Beispiel Dimitri hat. Der hat jetzt eine Colt mit, ja, aber er ist halt auch, wie wär's denn mit Miguel hat doch standardmäßig. Tja, irgendwie hast du recht, ja, aber ich kann trotzdem noch eins draufsetzen. Ist anscheinend nicht ganz richtig eingestellt hier. Ja, aber sie haben das eigentlich oft beachtet. Also integrierter Granatwerfer zum Beispiel, das ist ja dann beachtet. Aber hier haben sie es anscheinend nicht beachtet, dass das eigentlich schon integriert wäre, das Zielfernrohr. Gut, ich glaube, hier kann man noch eine Verbesserung draufsetzen mit dem G11 Galil. G11, nicht Galil, Heckler und Koch. Hat mehr Reichweite, der Schaden ist gleich, mehr Genauigkeit, gleiche AP. Dann soll Vince das einfach mal probieren damit. Oh. Das ist irgendeine spezielle Munition für große Taschen. So wie es ausschaut. Er stinkt natürlich seine Ruger Mini 14 nochmal gegen ab. Doch richtig. Reichweitenmäßig. So. Okay. Ist wahrscheinlich keine so richtig gute Idee mit dem G11, aber es ist erstmal besser als sein Imi Galil. Und eine Colt Kommando. So, jetzt habe ich alles durch. Das ist schön und hat sehr viel Zeit verbraucht. Wenn wir mal gucken, wer Patient sein kann. Es ist ganz gut, dass man die alle gleichzeitig hier anwählen kann über das Team. So, und dann machen wir die richtigen Leute zu Ärzten. Also ein Arzt. Ist. Naja, auf jeden Fall schon mal Vince. Operieren nicht. Da wäre die Frage, ja, nee. Okay, wir gucken mal. Miguel wäre, glaube ich, gut als Ausbilder. Ist der eigentlich auch Ausbilder? Oder ist er nur so stark wegen der Führungsqualität? Der ist kein Ausbilder. Also da kein Bonus.
Sie ist schon richtig stark. Vince ist natürlich auch Ausbilder, wie die Ärzte immer auch Ausbilder sind. Aber wir machen das mal. Und zwar Miguel. Ach, Miguel ist ja Patient gerade noch. Dann Alex trainiert die Miliz. Ja. Und Ira unterstützt sie dabei. Und Fox hilft beim Doktoren. Und dann schauen wir mal, wer reparieren kann. Soll reparieren. Anscheinend immer jemanden als erstes wählen, der auch reparieren kann, weil sonst machen sie es nicht. Und dann hätten wir noch Iggy und Ice übrig, die irgendwas anderes machen können. Die Frage ist natürlich, was? Gibt es keinen Betrieb? Ist einer schlecht in irgendwas, was der andere kann? Nicht danach aus. Dann üben wir einfach mal im Zweifel Kraft. Wenn sie alles andere schon können. So. Und jetzt, wir könnten natürlich auch hier umherziehen und die Gegend erkunden. Das wäre halt auch eine gute Möglichkeit. Wie sieht es denn aus mit den Wegen der mobilen Miliz? Okay. Ich glaube, das ist jetzt größer geworden. Ich weiß aber nicht, ob die nach Tixa gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber direkt um uns rum ist nichts. Deswegen könnte ich eigentlich auch mit Ice und Iggy die Gegend erkunden. Die sind auch beide fit. Also, machen wir das doch. Ich mache Fortschritte. Gibt es noch etwas, was ich tun kann? Bin fertig. Brauche was zu tun. Sehr schön. In Cambria ist alles fertig. Trevor ist kein Patient mehr. Dann soll er mal das machen, was er am besten kann. Und die beiden kommen mit runter und können hier die Milizen beim Milizentraining helfen. Sind halt langsam. Noch. Sind halt immer noch sehr langsam. Im Vergleich. Und ich sollte eigentlich jetzt recht schnell den Sektor verteidigen, denke ich mir so. Wer ist denn hier drüben noch? Gumpy. Gumpy übt vor sich hin. Ich glaube, ich war schon bei Keith.
San Mona an dem Tag. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, ich höre. Ich gehe mal rüber. Okay, ich bin da. Hier. Und guck mal nach, ob das so ist. Ja. Ah, dass die Tür offen ist, spricht eigentlich dafür. Jetzt wäre die Tür wahrscheinlich wieder geschlossen worden. So, und eigentlich müsste ich in diesen Sektoren hier auch Munition haben. Für diese NATO-Standard. Ja, hier ist er. In den Sektor wollte ich gar nicht. Ja. Gumpy schläft hier an einem Ort, der nicht gerade sicher ist. Oh. Jetzt bin ich angekommen, ist die Tür doch zu. Dann war ich vielleicht doch noch nicht da. Sie wissen ja, ich habe die besten Preise. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Ja, doch. Der ist so voll. Ich kann nur ein paar Trinkflaschen kaufen. Ich denke, da habe ich verkauft. Sonst wäre der nicht so voll mit, naja. Ich kaufe mal die Trinkflaschen. Kein Problem, Mann. Ich ziehe mir nur schnell die... Ja, okay. Mit Ihnen mache ich gerne. Versuch die mal unter den Dreien zu verteilen. Klappt bisher sehr gut. Ja. Hier nicht mehr ganz. Auch nicht so schlimm. So, ich gehe mal mit Gumpy müsste ich eigentlich auch mal wecken. Weil Gumpy, der ist echt blöd positioniert. Und ich gehe trotzdem erstmal mit allen hier hoch. Einmal. Ja, ich höre. Den Sektor. Okay, ich bin da. Hier. Weil ich mit Gumpy mal wieder die Schwester ansprechen will, wegen... Ja, jawohl. Wegen dem Kopf. Ob der Carmen wieder aufgetaucht ist. Und ich mir meine Belohnung abholen kann. Ich dachte schon, wir würden Sie wiedersehen. Also, nach dem, was ich so höre, scheinen Sie sich immer erfolgreicher gegen die Armee durchzusetzen. Das sind sehr gute Nachrichten. Das gibt uns allen Hoffnung. Es gibt hier viele Leute, die zu Ihnen halten. Ein Virus ist im Umlauf. Okay, also... Er ist noch nicht wieder da, leider. So, aber der Tag ist noch nicht um. Der Laster ist leider leer, was den Sprit betrifft. Noch 1%. Das lohnt sich jetzt nicht. Damit kann ich jetzt nicht losziehen, da muss ich erstmal neuen Sprit finden. Was machen die drei jetzt? Die kommen auch mit runter. Maui? Kommen auch erstmal auch mit runter. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier auch
bei Toni war. Ich denke aber auch, weil er was repariert. Und es wird wahrscheinlich das sein, was er gekauft hat. Zeig mir, woran du Interesse hast. Nee, er war noch nicht da. Das ist eine Waffe, die kenne ich noch nicht. Dieses russische 55G ist neu auf dem Markt und wurde komplett mit Zielfernrohr, Schalldämpfer und Zweibein geliefert. Genau, die sind hier fest, die kriegt man nicht ab. Schalldämpfer, der ist hier irgendwie nicht eingezeichnet. Ja, eine ganz gute Reichweite. Als was gilt es? Gilt es noch als Sturmgewehr? Vermutlich. Nee, bei fünf Schüssen müsste das ein Scharfschützengewehr sein. Aber dafür ist dann die Reichweite nicht so gut. Hat ja auch eine ganz gutes Zielfernrohr. Und eine kuriose Munition. Ich bräuchte noch einen Granatwerfer. Ist es das eigentlich? Ist das diese für diese anderen Granaten? Achso, das ist ein fürs G36 eine Unterkonstruktion. Habe ich überhaupt ein G36? Hat irgendjemand ein G36? Vielleicht nächste. Das? Ungezogene. Hä? Den Granatwerfer mit 6er Magazin. Ja, habe ich auch schon überlegt, auch weil ich habe noch einen Granatenspezialist mir geholt. Steht ja auch auf meinem Zettel. Das ist der Brain. Und Brain hat bisher nur so einen Granatwerfer. Der ist halt nicht so cool. Und ich frage mich. Ach so, die Munition geht da rein. Ah, kann ich ja mal machen. Genau, also dass ich auch den 6er kaufe. Aber wenn irgendjemand ein G36 hat, dann kann ich natürlich auch das damit noch upgraden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob jemand eins hat. Auch eine Colt. Die Farmers. Auch eine gute Waffe. Die Flo. Ja, Fox eh nicht. Grizzly hat den mit integriertem Granatwerfer. Was ist das? Colt Kanada. Amus. Ah. Ja. Da hätte ich jetzt gedacht, das könnte eins sein, aber. Ja, ist ein anderes Heckler und Koch. Ja, Iggy hat so einen Granatwerfer schon. Ja, das ist auch irgendwas anderes. Genau, das ist das Galil. Was hat er denn? Die AEK. Hamas. Und das. Ja, ist richtig. Mir mangelt es auch nicht an Granatwerfern. Mir geht es eher darum, dass ich, falls ich ein G36 hätte, dass ich da noch ein
eine Granate reinklemmen kann. Einfach als zusätzlichen Slot. Und dann eben die Möglichkeit, noch eine Granate abzufeuern. Das ist halt dann auch nochmal praktisch. Wenn man das dann auch noch nutzen kann. Darum geht es mir nur. So, meine Uhr klingelt. Hat sich jemand drum gekümmert. Gut. Ist aber egal. Okay. So, Ewig werde ich jetzt aber auch nicht mehr machen. Maximal bis 11. Und dann war das auch ein reiner Logistiktag heute. Alle Leute. Du hast allen einen Mehrfachgranatenwerfer gegeben? Egal wem, auch die Leute, die eigentlich keine... Zeig mir, woran du Interesse hast. ...nicht so gut mit Granaten sind? Besser haben als brauchen, ja. Ach, hier ist noch so eine Unterkonstruktion für das G3. Aber ein G3 hatte der doch, oder? Ja. Verzeihung. Ja, ja. Ich hab keinen Platz mehr dafür. Wer war das jetzt? G3, A3. Aber der hat Bolzen und... Nee, ich glaube, das... ist dann statt des Zweibeins der Granatwerfer. Ich kaufe den mal und... Nein! Und im Zweifel ist er auch... Ich meine... Im Zweifel verkaufe ich es halt wieder. Geld ist ja jetzt da. Zeig mir, woran du Interesse hast. Geld ist ja jetzt da. Ah, und noch so ein MG, auch ein besseres. Aber da muss ich erstmal gucken. Thermorakete. Diesen neu. Überdruck und Hitze. 200 Betäubungsschaden. Radius 8. 60-208. Okay. Ja, das ist auch nochmal eine andere Hausnummer. Kaufen! Die Raketen, meinst du? Gut, dann kaufe ich sie. Ja, dachte ich, habe ich auch schon überlegt, ob ich die auch noch kaufe. Ach, was soll der Geiz, ne? Was soll der Geiz? So, dann nehmen wir noch mehr Laserpointer. Obere Reflexvisier, was ist das? Das ist auch so ein... Wir nehmen es einfach mal. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube auch, dass man das da drauf schrauben kann. 10-fach.
nehmen wir einfach auch mal beide kaputten hier zum Reparieren. Immer mitnehmen. Ja, das nehme ich immer mit für die Pistolen. Das Reflexvisier. Es geht ja nur auf Pistolen. Aber das ist ja auch Reflexvisier. Dann für Gewehr anscheinend, ne? Genau. Das große hier, ne? Oder geht das auch an Gewehre? Das Doktor. Ja, so richtig blau ist es nicht. Okay. Schon gut. Lass dir Zeit. Ich könnte auch mal noch leichte Messer besorgen. Na gut. Das ist nicht ganz so wichtig. Wie oft kämpft man... In dieser Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Kämpft man schon tatsächlich mit einem Messer? Okay. So, nehmen wir das. Okay. Wieso anbieten? Ich will nichts anbieten. Halt, falsch. Verzeih. Zeig mir, woran du Interesse hast. Das wollte ich noch nehmen. P90 mit Reflex ist Uber. Okay. P90. Ansonsten interessiere ich mich auch... Oh, David, du kommst zu mir. Hast du auch gerade Jagged Alliance 2 gespielt? Ich frage vielleicht zu früh. Aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für den Raid. Schon mal vielen Dank für den Raid, David. Oder David, ich weiß gar nicht. Englisch oder Deutsch ausgesprochen. Vielen lieben Dank. Schön, dass ihr hier rübergekommen seid. Habt ihr auch gerade... Jagged Alliance 2 gespielt. Egal, irgendwie. Ja, super, cool. Danke euch. Ich habe gar nicht so viel gemacht heute bei Jagged Alliance. Ich habe vor allem Logistik gemacht. Logistik. Genau. Also, ich hatte dann beim letzten Mal einen neuen Sektor erobert, also Raketengelände im... Kann ich mal eben meine Karte zeigen. Verzeihung. Für die Neuankömmlinge. So sieht es aktuell bei mir aus. Also es ist schon ganz gut aufgeklärt. Und ich habe diesen Raketensektor jetzt vor kurzem geholt. Damit ich überall rumfliegen kann. Oder fast überall zumindest. Und da habe ich eigentlich heute nur aufgesammelt die Gegenstände, die ich im Team gebrauchen konnte. Und... Ja, verteilt und bin jetzt so durch die Läden und werde auch gar nicht mehr ewig machen. Und bin jetzt dabei, hier so ein bisschen die Gegend zu erkunden. Ja, ich spiele die 1.13er Version, genau. Mit den Unmengen an Waffen. Also ich finde das ja lustig und gut. Genau. Ja, was ich eigentlich noch gucken wollte, ist... Ich habe einen MG-Schützen ins Team geholt, den Ice. Und Ice hat ein Universalmaschinengewehr Heckler & Koch 23E. Funktioniert nach dem gleichen zuverlässigen Prinzip wie das Sturmgewehr G3. Ja, vielleicht passt da sogar so ein G3 Granatwerfer drunter. Ja, genau. 1.13 ist XXL, richtig. Das zensierten 10
Sind da 10 zensiert? Ich weiß gar nicht. Tyrawal, ab geht's ins Bett. Ich danke dir für deine Unterstützung. 42 Bits, 42 Traditionsbits. Danke dir. Jedes Mal. Jedes Mal. Sehr, sehr treuer Zuschauer und immer dabei, der Tyrawal. Aber schön, dass heute wieder so voll ist. Und dank David ja noch ein paar mehr dazu gekommen sind. Bordell? Ja, da gibt's nur das Gestöhne, oder? Aber, mein Gott, ist jetzt nicht so schlimm, dass die da nur stöhnen und man irgendwie kurz was sieht. Ja, und auch willkommen, Meriosam, wie du magst. Du kamst mit David rüber, ne? Glaube ich. Ja. Genau. Das wollte ich noch vergleichen. Das ist halt von der Reichweite her nicht so doll. 66, 31, 36. Und dann lag hier eins rum. Dafür hatte ich aber keine Munition. Das ist das Browning. Das ist schon viel besser. 82, 38, 76. Und dann muss ich jetzt nochmal gucken, welches Toni im Angebot hatte. Zeig mir, woran du Interesse hast. Moment mal, das ist doch kein Maschinengewehr. Doch, das ist ein Maschinengewehr. Hä? Aber das ist die nächste Variante quasi von dem Heckler und Koch. Das Bessere. Die Map gefällt dir besser? Das Browning hat keine NATO, glaube ich. Ein leichtes MG. Die hier hat NATO. Vielleicht nächstes Mal. Also dieses hat NATO, aber das Browning hat irgendwas anderes. Hä? NATO. Habe ich nur nicht richtig geguckt? Oder hatte ich davon nicht mehr so wirklich was übrig? Keine Ahnung. Bin verwirrt. Ja, eigentlich. Also nochmal. 82, 38, 67. Hat halt richtig viel ab, kostet halt richtig viel AP. Und ist halt sehr schwer auch noch. Also 11,4 Kilo. Also bleib vielleicht lieber bei so einem, bei dem. Weiß nicht, was. Bei einem leichteren, meine ich. Das hat nur 9,3. Das ist halt wirklich leicht. Ja, wir nehmen das auch einfach mal. Und dann schauen wir mal weiter. Würde ich sagen. Schon gut. Verzeihung. Ich nehme das erstmal. Spielt das Original. Warum? Das ist doch auch geil. Ja, habe ich jetzt gekauft. Ich wünsche dir einen guten Appetit, David. Lass es dir schmecken. Und vielen Dank nochmal für deinen Raid. Da ich ja, wie gesagt, nicht mehr so lange da bin, wird es wahrscheinlich
werde ich dann wahrscheinlich schon weg sein, wenn du wiederkommen solltest. Lass es dir schmecken. Man sieht den Palast, ja? Stimmt. Man sieht den Palast. Die Karte anders ist mir gar nicht wirklich bewusst als die Originalkarte. Aber wenn du das sagst, dass man den Palast sonst nicht sieht, Miryosam, genau. Okay, also ich habe eingekauft, Pablo kann weiter reparieren und eigentlich muss ich jetzt so auch noch die Sachen reparieren, die ich aufgehoben habe. Wenn wir das ein bisschen verteilen hier, dann, ach so, weil es ja ein Maschinengewehr ist. Das müssen wir noch reparieren. Er muss eh noch ganz schön viele Sachen reparieren. Die sind repariert. Dann nimmst du die mit rein zum Reparieren. Das kann ich da leider nirgendwo anbringen. Muss aber auch repariert werden. Wer hätte das gedacht? Granaten sind alle heile. Die müssen auch noch repariert werden. So, und das ist alles in super Zustand. Ja, passt da sehr gut rein. In dieses Gewehr auf jeden Fall, also in das MG. Genau, und diese High Explosive müsste ich auch noch reparieren, aber würde ich nur seine Pistole rausnehmen. Naja, hier in dem Sektor passiert nichts. Dann mache ich das. Okay, na dann. Repariert er fleißig weiter. So, jetzt lasse ich wieder Zeit vergehen. Okay, dann ich wollte hier noch die Sektoren in der Gegend erkunden. Ich bin angekommen. Ach, der FOE-Olymp, auf den weise ich noch hin. Ja. Der FOE-Olymp. Auf den muss ich vielleicht gar nicht mehr so wirklich hinweisen. Ich weiß nicht. Also vielleicht spiele ich mal wieder Forge of Empires wegen des neuen Halloween-Events. Das sah ganz interessant aus, aber ich habe es auch schon im Video gesehen. Bin am Drehort. Bereit für die nächste Szene. Ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da noch was erklären kann, was nicht eh schon andere Leute erklärt haben. Ich habe auch das Video von Pi noch nicht gesehen, das kann ich mir auch nochmal anschauen. Ich habe nur das von Mooing Cat gesehen. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Auftrag schon ausgeführt? Das ist jetzt interessant. Ich hatte ja mobile Miliz trainiert. Und die ist da runtergewandert in den Sektor. Das war mir nicht bewusst. Also vielleicht kennt ihr das. Generell mobile Miliz ist ja, glaube ich, nur bei 1.13 möglich. Das ist die Miliz, die hier so rumwandert. Das ist dieses Gebiet. Auf den grünen Feldern wandert die. Und ich hatte mehr trainiert. Die sind hier gerade um Cambria herumgewandert und sind dann mit in den Sektor gekommen, in den Raketensektor, als ich den erobert habe. Und anscheinend sind die jetzt stationär dort. Denn
Alex kann jetzt nicht mehr weiter Milizen trainieren in dem Sektor. Vielleicht gehen die auch wieder raus? Ich weiß es nicht. Aber im Moment sieht es so aus, als seien die dort stationär. Ich werde einfach noch ein paar mobile Milizen trainieren. Ach, das geht hier nicht. Das geht hier nicht. Ja, das ist richtig, Glaser. Glaser sage ich schon, unbezogen. Die nehmen einem schon die Kämpfe weg, das ist richtig. Die Sachen droppen aber trotzdem. Also ich muss hier in diesem Sektor auch nochmal, da hat ein Kampf stattgefunden in dem Sektor. Da müsste ein bisschen was rumliegen. Ah, okay, Glaser, gut. Dann bleiben die dann wohl da. Gut, na dann ist es so. Auch nicht so schlimm. Ich mach's jetzt mal so. Also, sie ist halt gute Reparateurin, dann soll sie reparieren. Und Flo ist eine gute... Quatsch, nicht Flo, sondern... Ira ist auch eine gute Medizinerin, also soll sie beim Verarzten mithelfen. Haben alle einen Job. Gut, dann hat man natürlich recht schnell den Sektor voll, wenn die mobile Miliz da reinwandert. Ne? Hat auch einen Vorteil. Dann muss man nicht lange warten. Sonst dauert es ja eine ganze Weile, bis der Sektor aufgefüllt ist mit Milizen. Ich werde schlauer. Okay, ich bin da. Hier. Ansonsten, nee, nach Alma gehen können sie noch nicht. Da muss ich erstmal Alma erobert haben, schätze ich mal. Der Sektor ist auch safe. Fix und fertig. In Ordnung, das ist erledigt. Ich bin fertig. Okay, die sind auch wieder fit. Jetzt mit den vielen Ärzten. Dann können die auch beim Reparieren helfen, dann sind die ja auch mit dem Reparieren wahrscheinlich ruckzuck fertig. Okay, ich bin da. Hier. Dichter Wald. Auch nichts los. Jetzt könnte ich natürlich auch südlich von Estany gucken gehen. Aber da könnten Gegner sein. Ich würde eigentlich gerne. Und dann nochmal nach Estany, um zum Verkaufen bei Jake nochmal vorbeizuschauen. Das wäre jetzt so noch die Abschlusssache, die ich gerne machen würde. Sollten jetzt hier Gegner sein, dann werde ich den Kampf nicht mehr machen. Dann werde ich an der Stelle speichern. Und dann können Biff, Flo und Gumpy mal wieder in Action sein. Wir speichern an der Stelle schon mal. Langsam aber sicher werde ich besser. Ich warte auf einen Befehl. Okay, auch Miguel ist jetzt verarztet. Der kann auch nur trainieren. Oder ja, trainieren, üben. Ich brauche etwas Schlaf. Ich bin doch keine Maschine. Bin bereit, weiterzumachen. Ich bin soweit. Aufgabe erfüllt. Und jetzt? Okay. Erledigt. Ist beendet, Oberboss.
Alles klar. Ja, dann sind die fertig, aber ich kann. Tja, das teilt sich ja gut auf. Ich kann das so gut wie verteilen, schätze ich mal. Zwischen den Doktoren. Dass die Sanitasche dann auch noch leer ist, die letzte. Weg ist sie. So, und haben wir hier noch Gegenstände, die noch repariert werden müssen? Ja, hier ist noch eine kaputte Spektra-Weste. Können wir gleich noch reparieren lassen. Das ist alles. Heile Munition geht nicht zu reparieren. Logischerweise. Ira, du nimmst es jetzt einfach erstmal in deinen Rucksack. Dann haben die alle noch was zu tun beim Reparieren. Und ja. Ja, jetzt ist natürlich. Jetzt mache ich noch mal ein Training mit Grizzly. Er ist Trainer für Kraft und trainieren können Box. Ira. Linz. Leider nicht Miguel. Hamus auch nicht. Der kann auch nur für sich selbst trainieren. Ich kann es nochmal versuchen, aber ich glaube, nein, es klappt nicht. Ich glaube, ab 70 klappt es nicht mehr. Das ist auch so die Frage. Könnte ich eigentlich noch höher schrauben in der Innie vielleicht? Das Training höher geht bis 90 oder sowas. Gerade bei Kraft. Was die immer schleppen müssen und so. Das wäre schon gut, wenn die über 70 auf jeden Fall kommen. 70 ist echt niedrig für Kraft. Okay. Mir ist schwindelig. Ohne Schlaf kann ich einfach nicht weitermachen. Das war öde. Was nun? So, jetzt ist es auch schon erledigt. Das bisschen, was Ira im Inventar hatte. Auch repariert. Ja, die Frage, was ich damit mache. Im Prinzip muss ich das ja auch alles nach oben bringen. Und hier kommt gerade ein gegnerischer Trupp. Ich weiß gar nicht, wo der hergekommen ist. Der kam irgendwie aus dem Nichts, hatte ich so das Gefühl. Dass ich dann vielleicht mal hochwandere und hier in den Sektor mit reingehe und dann vielleicht beim Verteidigen helfe. Das wäre eine Möglichkeit, aber jetzt sind, glaube ich, auch alle ein Stück weit müde hier von den ganzen Leuten. Ob noch irgendjemand also unter 70 ist da niemand mehr. Tja. Ich mach das mal. Ich steck die mal in ein Team.
Vielleicht schaue ich noch ein bisschen nach ihrer Fitness, wie wach die sind. Okay, die sind zum Teil nicht wirklich wach. So, wie viele sind es jetzt? Es sind nur 3. So, jetzt ist das Team voll. Schickt die jetzt einfach mal nach oben. Gut gemacht. Und die vielleicht auch halt noch in einem extra Team. Okay. Die bleiben noch hier, die haben noch irgendwas zu tun. Also die üben Kraft. Ja, meinetwegen. Sollen sie noch ein bisschen Kraft trainieren. Es geht mir jetzt vor allem darum, dass die letzten Sektoren hier noch Ich hab die Reise hinter mir, Dude. Erklärt werden, genau. Auch nur die Straße. Ja, nur die Straße. Und dann können sie wieder zurückgehen. Ist cool. Können wieder aufs Dach krabbeln. Ich hoffe echt, hier sind keine Gegner, weil dann kann ich echt nichts machen. Wobei, ich kann hier nochmal speichern. Dann würden sie nicht aus dem Kampf fliehen, wenn ich da neu lade. Ich mache Fortschritte. Ich habe beunruhigende Nachrichten. Der Feind ist anwesend. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ja, sie sind halt von den Energiepunkten viel zu niedrig. Ansonsten wär's halt nett, wenn ich mal wieder mit ihnen was machen könnte. Ach, und dazu sind es noch Elite-Gegner. Oh. Ja gut, dann dann eh nicht. Da ist ein Geräusch. C'est alors. Was war das? Schon mutig, würde ich sagen. Ich spüre es. Wir schreiten durch. Ja. Ja, haben sie den einen von ihnen ziemlich erledigt, würde ich sagen. Genau, also ich hab's geahnt. F. Ich hab's geahnt, dass die da sind. Oder dass da welche sind. Wir gehen nicht in den Sektor. Nicht mit den 3 schlechtesten Söldnern, die ich habe, die auch noch komplett erschöpft sind. Genau. Keine gute Idee. Okay. Dann würde ich an der Stelle Pause machen. Morgen Abend, also vielleicht schaffe ich es morgen Abend, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass ich nochmal eine Runde weiterspiele. Ich glaube, ja, ich auch. Ungezogen, ich muss jetzt auch auf. Ich glaube, am Samstag sollte nochmal gehen. Am Samstag am Tage. Da müsste nochmal gehen. Da würde ich dann noch eine Runde am Tage spielen. Vielleicht morgen Abend, vielleicht, aber nur eher unwahrscheinlich. Ja, sehr gerne, Glacier. Hat mich sehr gefreut, dass sich so viele an der Unterhaltung auch beteiligt haben. Das war jetzt schon fast unübersichtlich. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Also auf niemanden vergessen zu reagieren. Ist ja noch so, dass ich jetzt nicht so viele Zuschauer habe, dass ich da nicht darauf reagieren könnte. Aber manchmal übersehe ich was. Nur für den Fall,
Schreibt es dann gerne nochmal oder erinnert mich, macht mich nochmal darauf aufmerksam. Dann reagiere ich noch gerne darauf. Wenn ich irgendwie eine Frage oder eine Aussage, die irgendwie wichtig war für den Kontext im Spiel, übersehen habe. Kann passieren. Ja, ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Bits an Thürerwall. Vielen Dank für den Raid an David. Vielen Dank für die Leute, die noch zusätzlich von David dabei waren. Und natürlich auch für die vielen Kommentare. So macht es dann immer noch ein bisschen mehr Spaß. Oder nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich eine ganze Menge mehr Spaß. Ja, weil man halt interagiert. Ne? Okay, so, obwohl im Stream nicht viel passiert ist. Ungezogene, schlaf gut. Im Stream ist ja nicht viel passiert. Ich gehe immer auf den Endscreen und gucke nach dem Raid-Ziel. Ich habe ja tatsächlich nur verwaltet. Nur verwaltet und eingesammelt. Aber so ist es halt manchmal. Aber so wie es aussieht, kommt jetzt im nächsten Stream wahrscheinlich ein Verteidigungskampf. Die Frage ist, ob der irgendwo passiert, wo ich auch zugegen bin oder nicht. Deswegen habe ich gerade den Trupp hochgeschickt, dass die da wären, wenn die Söldner Cambria angreifen würden. Das war ja gerade noch zu sehen. Ja, genau. Werden wir dann sehen. Wie gesagt, morgen oder übermorgen. Genau, morgen Abend oder am Samstag am Tage. Okay, Leute, dann raiden wir mal wieder zu Firefox, meinem Kollegen, Kumpel, Freund, lange nicht gesehen Freund, tatsächlich. Er spielt Starfield. Auch ein sehr cooles Spiel. Die Leute, die bei mir auch Skyrim geguckt haben, Starfield ist so eine Art Nachfolger von Skyrim im Weltall, wenn man das so bezeichnen kann. Es ist auf jeden Fall ein Bethesda-Spiel und man merkt es auch und ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Ich hatte auch schon ein bisschen zugesehen, nicht nur bei Firefox, sondern auch bei anderen, wenn ich dann die Gelegenheit hatte, mal ein bisschen zuzusehen. Aber ich habe ja selber noch vor, viel Skyrim zu spielen, aber im Moment liegt der Fokus klar auf Jagged Alliance. Gut, danke euch nochmal, dann gute Nacht, guten Abend, viel Spaß noch beim Zuschauen, falls ihr noch wollt und gerne bis zum nächsten Mal. Ciao.